Hallo und herzlich willkommen zum kleinen Update-Video zur UV10 Bronco von Hangar 9. Und zwar, ja, wie unschwer zu erkennen ist, ist das Modell noch nicht fertig. Das heißt, ich befinde mich noch im Bau. Ich habe das so ein bisschen unterschätzt, besonders die Verkabelung hat sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und ich habe so die letzten Nächte, kann man sagen, wirklich ja, alles, was an Lötzinn und Schrumpfschlauch-Ressourcen irgendwie vorhanden ist, verbraten. Das ist auch dem geschuldet, dass ich ja, verschiedene Sonderfunktionen für das Modell geplant habe. Also ich habe in dem 20-Kanal-Spektrumempfänger alle Kanäle belegt und ich muss schon ein bisschen tricksen und die Querruder zum Beispiel auf einen Kanal gelegt, um wirklich alle Funktionen ansteuern zu können und um genug Spielraum zu haben. Sonderfunktionen sind zum Beispiel einmal das Smoke-EL-System, das heißt das Elektro-Smoke-System, und ich möchte hier nicht, wie man erst vermuten mag, die Auslässe von den Triebwerken zum Smoken bringen. Das bringt, glaube ich, nicht sonderlich viel, weil die Propeller den Smoke-Austritt stark verwirbeln würden. Also das sieht man in manchen Videos, dass der Rauch nicht so dick ist und auch nicht in so hohen Fluggeschwindigkeiten genutzt werden kann. Von daher stelle ich mir halt tiefe Überflüge vor und werde die Rauchrohre unter die Sidewinder-Pots hängen. Das ist mein Plan an der Stelle. Es sind dann noch mal ein paar Kabel, die ich dafür mehr einbauen muss. Das System habe ich ganz hinten im Rumpf drin. Das heißt, es ist eine Rauchpumpe, eine Steuerelektronik und ein kleiner Tank, 500 Milliliter. Und dann habe ich ein Soundsystem eingebaut von der Firma Benedini. Das hat dann nicht sehr gut funktioniert. Wo ich ein bisschen ja, Schwierigkeiten mit hatte, ist die vier Lautsprecher unterzubringen. Und es war erstmal ein kleiner Schock für mich, als man mir dann gesagt hat, dass die Lautsprecher wirklich eine Öffnung im Rumpf erfordern. Ich habe mich jetzt für 4 Öffnungen entschieden. Das heißt, ich habe 2 Lautsprecher zentral hinten im Rumpf und 2 Lautsprecher in den kleinen Stummelflächen unten raus. Die werden später abgedeckt sein und ich gehe davon aus, dass nicht sonderlich viel davon zu sehen sein wird. Ja, das sind auch nochmal 2 Kanäle, die ich dafür benötige. Und ich muss sagen, von der Lautstärke her bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich habe immer noch Klingeln von heute Morgen irgendwie auf den Ohren. Und es ist so, dass hier ein 2x60 Watt Verstärker verbaut ist. Und ich habe 4 30 Watt Lautsprecher angebaut an dieser Art Endstufe, die nochmal an das Soundmodul angeschlossen ist. Also es ist wirklich ja, alles rausgeholt, weil ich es vermeiden möchte, dass das Modell wirklich so, wie so ein Spielzeug in der Luft anhört. Ja, was gibt es noch an Informationen? Ich habe mich dafür entschieden, die beiden Regler hier vorne im Rumpf zu montieren. Da habe ich mich ein bisschen beraten lassen, was jetzt sinnvoll ist, ob ich jetzt die Akkukabel in die Gondeln ziehen soll und die Regler in den Gondeln bzw. in den Rumpf montieren soll hinter den Motoren oder die Regler im Rumpf haben soll. Und sowohl die Kollegen in Amerika als auch ja, die Beratung, die ich empfangen habe, sprach sich dafür aus, die Regler im Rumpf zentral zu haben und die 3 Kabel zu den Motoren zu verlängern. Das ist halt der Weg, für den ich entschieden habe. Es sind nochmal Kabel, die in der Fläche drin sind. Und an der Stelle dann vielleicht auch die Antwort an die Leute, die sehr viel nach Gewichten fragen von der Zelle. Es ist, glaube ich, schwer zu kalkulieren oder schwer auszurechnen, wie schwer das Flugzeug werden wird mit entsprechender Ausstattung, weil wirklich sehr, sehr viel Kupfer verbaut ist in dem Flieger. Ich habe zusätzlich noch 2 Beleuchtungsschaltkreise drin. Das heißt einmal die normale Navigationsbeleuchtung und die normale Positionsbeleuchtung und zusätzlich noch eine Navigationsbeleuchtung. Hier gehen die Meinungen auseinander und zwar kursieren verschiedene 3 Seitenansichten mit Beleuchtungseinzeichnung. Und ich bin der Meinung, dass die D-Version der UV10 Bronco eine durchaus umfangreichere Beleuchtung hatte. Da habe ich auch einige Ansichten bekommen, die halt auch eine Formationsbeleuchtung vorsehen. Das heißt, es sind so gelbe Dioden in den Flächenspitzen oben und unten, hinten seitlich am Rumpf und hinten den Leitwerkspitzen, und zwar auch beidseitig, entgegen mancher Aussagen. Da sind aber wahrscheinlich auch im Original sehr viele Versionen gebaut worden, Umbauten vorgenommen worden, die diese verschiedenen Beleuchtungssysteme hervorgerufen haben. Luftraumtechnisch habe ich zweimal den Vario-Prop gekauft, und zwar gegenläufig, 18,8 Zoll. Das ist eine Sonderanfertigung von der Firma Vario-Prop, das heißt, es sind gekürzte Blätter auf 18,8 Zoll und die haben dadurch halt so ein bisschen diesen Scale-Shape. Finde ich ganz cool. Und dem geschuldet ist natürlich, dass ich die originalen Spinner, die von der Kontur her relativ gut hinkommen, nicht verwenden kann.
Das heißt, es sind halt Zweiblattspinner, es sind gleichläufige Zweiblattspinner. Kann ich die verwenden? Also habe ich mir hier zwei Krummschaltspinner besorgt. Die Ausschnitte müssen noch gemacht werden. Passen aber sehr gut vom Shape, von der Kontur. Das ist ja an sich tipptopp. Weitermachen wir mal mit den Rädern. Und zwar habe ich hier einmal das originale Rad. Sehr, sehr leicht, muss man sagen. Originales Hanga 9 Rad, 130 mm. Leicht, einfach, funktionell, semi-scale würde ich es bezeichnen. Da möchte ich ein kleines Upgrade vornehmen. Und zwar habe ich hier die, die habe ich mir von Lindinger besorgt. 140er Räder mit Alufelge. Relativ schwer, wobei ein Großteil des Gewichts die Alufelge ausmacht. Und da sind wir gerade dabei, 3D-gedruckte Scale-Felgen für die OV10 Bronco zu zeichnen. Und ja, das macht halt eine Menge am Flieger aus. Ich will noch so ein bisschen die Fahrwerksbahne noch so ein bisschen modifizieren, damit das Geläuf da ja doch zur Aufwertung des Gesamteindrucks beiträgt. Was haben wir noch? Wir haben vorne den FLIR, den Forward-Looking Infrared Radar. Der kommt hier vorne drunter. Den werde ich erstmal nur drunter schrauben, mit ein paar kleinen Schrauben. Für den Erstflug, dann werde ich das Gewicht nehmen. Und wenn ich dann noch Luft nach oben habe, ist der Plan, dass ich hier mit diesem Arduino-Board diesen Radar einmal animieren möchte. Das ist so ein bisschen Spielkram, möchte ich gerne mal machen. Wenn ich das Gewicht vertragen kann, werde ich das tun, ansonsten bleibt er halt statisch stillgelegt. Ja, ein paar Pilotenfiguren drucken wir noch, da probieren wir noch ein bisschen was aus, dass wir da noch ein bisschen was rausholen können. Ich hätte theoretisch auch gerne zwei Pilotenfiguren drin. Das hängt so ein bisschen vom Gewicht ab, weil ich, wie gesagt, mit den Sonderfunktionen relativ viel Zusatzgewicht mitschleppe, muss ich da gucken, wie weit ich an 25 Kilo rankomme. Die beiden Elektromotoren werden jeweils mit 12S versorgt. Zusätzlich habe ich noch einen 6S 3200 bis 5000 für den Sound und für das Smoke EL-System. Die braucht das Smoke EL-System, der Sound verbraucht nicht sonderlich viel. Dann habe ich ein 3S für die Beleuchtung mit drin und Sonderfunktion und natürlich die Empfängerstromversorgung für den 20-Kanal-Spektrumempfänger. Ja, ich würde euch gerne noch einmal den Sound vorführen. Finde ich ganz cool. Also es ist halt Turboprop-Sound und lässt sich in der Lautstärke noch deutlich weiter nach oben drehen. Ich habe den hier extra für das Mikrofon von der Kamera weit runter gedreht. Ich hoffe, dass es so ganz gut rüberkommt. Hier darf man natürlich nicht erwarten, dass es hundertprozentig authentisch aussieht. Also davon gehe ich nicht aus, weil die Motoren werden natürlich auch ruckartiger anlaufen, als ein Turboprop anfängt sich zu drehen. Ist für mich aber ein guter Kompromiss. Ich glaube, in der Luft wird sich das richtig cool anhören und ja, ist dem Scale-Eindruck, glaube ich, einfach nur zuträglich. Von daher, lasst uns einmal reinhören. Ich starte das einmal für euch. Ich glaube, ihr werdet mich dann nicht mehr verstehen. Von daher halte ich die Klappe. Ja, das funktioniert so bei dem Benedini Soundmodul, dass man praktisch drei verschiedene Sounddateien hat. Das heißt, ich kann einmal über eine Schaltfunktion aktiviere ich das Hochfahren, dann fährt der Sound einmal hoch, dann muss ich ungefähr abpassen, wann das durch ist und dann hängt das Geräusch komplett proportional auf dem Gasknüppel und aus der Leerlaufposition kann ich dann wieder über die gleiche Schalteingabe über den Sender einmal das Runterfahren aktivieren. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen auf dem Mikrofon komisch an oder übers Mikrofon, ist tatsächlich ganz cool. Also ich bin begeistert, das ist mein erstes Soundmodul, ich bin kein großer Elektroflieger, aber ja, ich glaube, das wird ein stimmiges Gesamtkonzept. Ich hoffe, dass ich mit dem Gewicht hinkomme. Von daher drücken wir da mal die Daumen. Ich probiere so ein bisschen die Akkus dann so groß aufzuziehen, wie es geht, um dann halt dicht an den 25 Kilo zu bleiben. Ich schleppe halt nochmal 500 ml Sprit für Smoke EL-System mit, den zusätzlichen Akku, die ganze Kabellage. Also ich glaube, das geht hart auf die 25 Kilo zu. Und wenn ich drüber gehe, dann fliege ich halt mit
den 6S 5000 Akkus, ansonsten würde ich das auf 7000 aufbohren. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, mit 2P, also 4x 6S 5000 pro Motor fliegen zu können. Das wird sicherlich möglich sein, aber ich halte euch da auf dem Laufenden. Ich hoffe, das Update-Video hat euch ein bisschen gefallen. Ist jetzt nicht der Monster-Fortschritt, der für euch hier zu sehen ist, aber technisch hat das ja doch einiges an Arbeit gekostet. Von daher haut rein, schaut zum nächsten Mal wieder rein, abonniert den Kanal, wenn ihr wollt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Von daher, ciao!